Herzlich willkommen beim neuen Vortrag. Heute wollte ich euch den Gollum machen und meinen Schatz zeigen. Oder einen Schatz. Oder eigentlich keinen Schatz. Alten Kram. Und I like it. Das ist eines der wenigen Relikte, die ich aus meiner Kindheit mitretten konnte. Die Konferenz der Tiere. Tja. Die sieht nicht mehr aus wie im besten Zustand. Sieht eigentlich wie in gar keinem Zustand mehr aus. Aber. Na, ich wollte nur mal mit annehmen. So, muss ja nicht immer alles witzig sein. Auf jeden Fall, wir sind hier, da wo das Händchen kommt. Wir haben davon so viel und wir haben noch so viel und nochmal so viel vor uns. So. Lange geschwart, wieder gemacht. Der Aufruhr, Ende August. Wann unsere Aufregung glücklich verarbeitet war, sagte ich zu Robinet, genug davon, was geschehen ist, geschehen. Nun erlasset uns zuschauen, was Fürder zu tun ist. Ich ließ ihn erzählen, was sich in der Stadt seit 2 oder 3 Wochen seit ich sie verlassen, zugetragen hatte. Aber bündig und klar, ohne Umschweif, denn was sich am gestrigen Tag zutrug, gehört schon zur alten Historie und wesens ist nur zu wissen, woran wir sind. Ich vernahm denn, dass in Clemency die Pest und die Furcht regierten, die Furcht noch mehr denn die Pest, denn diese schien schon andernorts ihr Glück zu suchen und überließ die Stadt den Straßenräubern. So, vom Geruch angelockt, von allen Seiten herbeiströmten, um ihr den Raub aus den Händen zu reißen. Sie waren Herren der Lage, die ausgehungerten Flößer, so von dem Schreck der Seuche schier toll waren, ließen sie gewähren, taten wohl gar gleich ihnen. Was die Gesetze angeht, so waren sie ohne Kraft. Wer zum Hüter darob bestellt war, ging seine eigenen Felder hüten. Von unseren 4 Schöffen war einer gestorben, 2 waren geflohen, und der Prokurator hatte das Hasenpanier ergriffen. Der Schlossverwalter, ein wackerer Mann, indes gichtbrüchig und einarmig, der geschwollene Füße und ein Spatzengehirn hatte, war schier in Stücke gerissen worden. Da blieb also nur ein Schöffe, Raquin, als einziger, den entfesselten Bestien gegenüber und aus Furcht, aus Schwäche, aus Schlauheit bedünkte ihn weislicher, ihnen zu willfahren, anstatt ihnen entgegenzutreten. Und so ließ er brennen, was nicht zu retten war. Zur selbigen Zeit deichselt erst solcher Art, ohne sich einzugestehen, aber ich kenne ihn, ich hab's geahnt, dass seine ränkesüchtige Seele ihr Genüge fände, indem er auf den oder jenen das Glück ihm ein Dorn im Auge war oder an den er sich rächen wollte, die mordbrennerische Meute hetzte. Jetzt so erklärte ich mir, warum die Wahl auf mein Haus fiel, aber ich sagte: Und die anderen, die Bürgersleut, was machen denn sie? Sie machen bäh, sagte Binet. Ei, das ist eine feine Hammelherde. Sie warten es zu Hause ab, bis man sie abschlachtet. Sie haben weder Hirten noch Hunde mehr. Nun wohl, Binet, aber noch bin ich da. Lass uns ein wenig sehen, mein Bürschlein, ob ich noch beißen kann. Wir wollen hingehen, mein Junge. Meister, ein Alleiniger vermag nichts. Man kann's alleweil versuchen. Und wenn diese Kerle euch fassen, ich hab nichts mehr zu verlieren. Ich schere mich nimmer um sie. Käme einmal ein Teufel, so er kein Haar mehr hat. Da fing er an, herumzutanzen. Das wird putzlustig werden. Tralleri, trallera. Pech und Schwefel. Trari, trara. Immer voran, immer voran. Dabei schlug er auf seiner verbrannten Hand ein Rad auf der Landstraße, so dass er bald der Länge nach hingefallen wäre. Ich setzte eine strenge Miene auf. »Ei, du Aff«, sagte ich, »ist das eine Gelegenheit, mit deinem eigenen Schwanz um einen Baum zu tanzen? Steh auf, lass uns ernstlich reden. Jetzt heißt's aufpassen.
Mit glänzenden Augen hörte er mich an. Dir wird das Lachen wohl vergehen, also höre. Ich gehe auf der Stelle nach Clemency. Und ich? Dich schicke ich auf Botschaft nach Dornessy, Meister Nicole, unseren Schöffen, zu benachrichtigen. Der ist ein fürsorglicher Mann mit trefflichem Herzen und trefflicheren Beinen. Er liebt sich mehr als seine Mitbürger, mehr als sich selbsten. Aber sein Gut, dem sagst du, dass des morgigen Tags gewisslich sein Wein getrunken werde. Von Dorten gehst du weiter bis nach Sadi. Da wirst du Guillaume Courtignon, den Prokurator, in seinem Taubenschlag finden. Dem sagst du, dass sein Haus in Clemency ohne all Zweifel noch dieselbige Nacht niedergebrannt, ausgeraubt und des Weiteren mehr würde. Dafern er nicht zurückkehre, er wird zurückkehren, mehr brauche ich dir nicht zu sagen. Und du wirst allein nicht wissen, was du reden musst. Und zum Flunkern tun dir keine Lektionen Not. Der Kleine kratzte sich hinterm Ohr und sagte, es ist nicht der Schwierigkeit wegen, aber ich will euch nicht verlassen. Ich erwiderte, habe ich dich gefragt, ob du willst oder nicht? Ich will es so, du wirst gehorchen. Er wollte widersprechen, aber ich sagte, genug. Und da sich dieser kleine Kerl meines Schicksals halber sorgte, meinte ich wäre dir mitnichten zu laufen. Wenn du alles getan hast, da darfst du zu mir stoßen. Das beste Mittel, mir zu helfen, wird sein, mir Verstärkung heranzubringen. In gestrecktem Galopp werde ich sie schwitzend und keuchend auf ihren Schmierbäuchen heranschleppen, sagte er. Den Courtignon wie den Nicole. Und müsste ich ihnen einen Blechstoff an den Schwanz binden. Er schoss gleich wie ein Pfeil davon. Plötzlich hielt er noch einmal an. Meister, sagt mir zumindest, was ihr tun wollt. Mit bedeutsamer, geheimnisvoller Miene erwiderte ich, das wirst du schon erfahren. Meiner treu, ich wusste selbst noch nichts davon. Gegen 8 Uhr abends lange ich in der Stadt an. Unter goldenen Wolken ging die rote Sonne unter. Die Nacht brach just herein. Welch schöne Sommernacht, doch niemand war da, um ihrer zu genießen. Kein Landstreicher und kein Hüter am Markttor. Man konnte hinein gleich wie in ein Wirtshaus. In der Grand Rue nagte eine magere Katze an einem Stücklein Brot. Sie sträubte das Fell, wann sie mich erblickte, und nahm den Reis aus. Die Häuser hatten die Augen geschlossen und zeigten ein unbewegliches Gesicht. Nicht ein Laut. Ich sagte, sie sind alle gestorben. Ich bin zu spät gekommen. Aber siehe, da merkte ich, dass man hinter den Fensterläden dem Lärm meiner hallenden Schritte nachspähte. Ich klopfte an und schrie, macht auf! Niemand rührte sich. Ich ging in ein anderes Haus. Ich klopfte wiederum mit dem Fuß und dem Stock. Niemand öffnete, ich hörte im Innern ein Frrr, Frrr, gleich wie von Mäusen. Nunmehr hatte ich begriffen, sie verschanzten sich, die Jämmerlinge. Gott verdamme ich werde sie dennoch beim Wickel kriegen. Mit Faust und Hacken trommelte ich wieder die Auslage des Buchhändlers und schrie, hey da, alter Bruder, Dennis Tolstoi, dein Donnerwetter, ich zerschlage alles. Mach auf, Menschenskind, ich bin's, Poignant. Also bald gleich wie durch Zauberei, man hätte vermeinen können, eine Fee hätte mit ihrem Stab die Fensterkreuze berührt, öffneten sich die Laden insgesamt. Und ich sah Marktstraße entlang an den Fenstersimsen aufgereiht, gleich wie die Zwiebeln erschrockene Gesichter, die mich in Augenschein nahmen. Sie schauten mich an, schauten und schauten. Mir ahnte niemalen, dass ich also schön sei. Ich befühlte mich. Alsdann löste sich plötzlich die verzerrten Züge. Sie schauten zufrieden drein. Wie die wackeren Leute mich lieben, dachte ich, ohne zu bedenken, dass sie nur glücklich waren, dieweil meine Gegenwärtigkeit zu dieser Stunde und an diesem Ort sie ein weniges beruhigte. Nunmehr entwickelte sich zwischen Brignon und den Zwiebeln eine Unterhaltung. Allesamt redeten zu gleicher Zeit und ich ganz allein stand ihnen allen Rede. »Von wannen kommst du? Was tust du? Was hast du gesehen? Was willst du? Wie kamst du herein? Wo hat man dich hineingelassen?« Ich sagte, »Holla, holla, nicht so eilfertig. Ich vermerke mit Vergnügen, dass ihr noch im Besitz eurer Zungen seid, wenn euch das Herz in die Hosen gefallen ist. Aber zum Teufel, was tut ihr da drin? Kommt herunter. Die Abendkühle tut gar wohl. Hat man euch etwa an eure Hosen weggenommen, dass ihr in euren Zimmern bleiben müsst?«
Doch anstatt zu antworten, fragten sie: »Brunjon, wen hast du beim Kommen in den Straßen getroffen?« »Wen soll ich treffen, ihr Idioten, sage ich, dieweil allesamt in der Klappe seid?« »Die Räuber«,